PhotoR ist eine einfache Bildbearbeitungs-App, die weit über die Funktionen der eingebauten Fotos-App hinausgeht. Du kannst damit nicht nur Bilder bearbeiten, sondern auch Collagen gestalten. Hier hättest du schon Beispiele, mit denen du experimentieren kannst. Ich öffne jetzt aber ein neues Bild, wähle in meinem Bilderordner ein Bild, das ich vorhin hochgeladen habe, in diesem Fall aus dem Museum Louvre in Paris. Und sogleich ist hier der Szenenmodus eingestellt. Da kannst du mit Tipp auf One-Tap-Enhance das Bild einfach mal generell verbessern. Es wird nicht immer viel besser. Du hättest hier doch diverse Einstellungen für jede erdenkliche Situation, von wolkig über Sonnenuntergang und so weiter. Etwas genauere Einstellungen kannst du über Edit vornehmen. Da kannst du die Helligkeit noch anpassen, den Kontrast verstärken oder abschwächen, die Farbigkeit, das heißt Saturation, erhöhen. Das wird schnell kitschig. Oder wenn du es ganz nach links rüberziehst, dann wird es ein Schwarz-Weiß-Bild. Und weitere Einstellungen mehr, da kannst du einfach ein bisschen experimentieren. Wichtig ist oft der Ausschnitt, den kannst du hier frei wählen, indem du an diesen Anfassern ziehst. Es hat aber auch schon voreingestellte Bildverhältnisse, zum Beispiel hier wird das Bild quadratisch zugeschnitten. Wenn ich jetzt an den Anfassern ziehe, so bleibt es immer ein Quadrat, wie klein ich es auch immer mache. Genauso könntest du bei schiefliegendem Horizont, das ist wichtig bei Seen oder beim Meer, noch das Bild begradigen. Mit Apply wird das angewendet. Weiter unten kommen noch diverse Effekte, auf die ich jetzt aber nicht im Detail eingehe. Da kannst du mit experimentieren, sofort sehen, was da passiert. Genauso bei diesen Rahmen. Übrigens immer, wenn dir etwas nicht passt, kannst du mit dem Zurückpfeil wieder einen Schritt zurückgehen. Ein weiterer interessanter Effekt ist Tilt Shift. Da kannst du ganze Bereiche des Bildes sehr, sehr unscharf machen und nur einen Teil scharf lassen. Der kann entweder kreisförmig oder horizontal oder vertikal sein. Ich wähle nun mal den kreisförmigen Bereich. Ich sehe das Zentrum, das scharf bleiben soll, hier nach drüben. Da kannst du noch einstellen, wie groß das dieser Radius sein soll. Und du kannst auch einstellen, wie stark dieser Unschärfe-Effekt sein soll. Naja, das ist noch ein witziger Effekt, der immer wieder mal angewandt wird. Auch das mache ich jetzt aber rückgängig. Zu guter Letzt noch, selbstverständlich könntest du auch Texte noch überlagern zum etwas Beschriften auf deinem Bild. Da hast du ganz verschiedene Möglichkeiten von der Farbe über die Schriftart, Größe und den Schriftschnitt. Auch das überlasse ich dir. Am Schluss, wenn du zufrieden bist mit deinem Werk, so kannst du das Bild speichern. Du kannst die Größe noch anpassen und die Qualität. Das lasse ich aber lieber bei High, damit da nicht große Bildfehler noch sich einschleichen. Ich tippe auf Save und werde gefragt, wohin ich das Bild speichern möchte. Ich wähle in meinem Bildordner gespeicherte Bilder und schon ist mein Werk in Sicherheit. Und du bist bereit, um mit Open wieder ein nächstes Bild zu öffnen.